Stefanie Reiser im letzten Jahr. Janine Horte in diesem Jahr wieder ganz viel esoterische Luft? Nein, Janine Horte hat eine andere Kragenweite als Stefanie Reiser. Beide behaupten, ganz aktiv auf Social Media zu sein. Das ist zum Beispiel der YouTube-Kanal von Stefanie Reiser. Ein einziges Video. Und dies ist der Kanal von Janine Horte. Da ist doch deutlich mehr los. Reiser und Horte haben je ein Buch geschrieben und bieten Coachings an. Nach ihren eigenen Angaben hat Reiser zunächst als Mutter und Heilpraktikerin gearbeitet, Horte war Wirtschaftsprüferin und Investmentbankerin. Zu welcher Business-Coachin hätten Sie mehr Vertrauen? Auch Janine Horte schreibt von Manifestation und Karma, okay, das ist nicht meine Welt. Eine Stelle hebt Horte selbst heraus. Das Gesetz des reinen Potenzials, aka alles ist möglich. Dieses Gesetz besagt, dass jede Person reines Potenzial ist, du kannst alles sein, haben und wollen, was du willst. An dieser Stelle könnte das Buch schon beendet sein, denn das ist der Paragraph, den man mindestens 100 Mal lesen sollte. Wenn es nur einen Moment beim Lesen dieses Buches gibt, in dem du einen Textmarker hervorholst, dann ist das dieser Moment, diese Stelle. Ja, der Superlativ weckt Widersprüche, lassen wir dies einmal ruhen. Es gibt in der wissenschaftlichen, in der akademischen Psychologie das Konzept der Self-Efficacy. Die deutsche Übersetzung ist Selbstwirksamkeitsüberzeugung, auch etwas sperrig. Gemeint ist die begründete Überzeugung, Ziele zu erreichen, Probleme zu lösen, sein Leben selbst in eine gute Bahn lenken zu können. Wenn ich schon einmal ein Ziel erreicht oder ein Problem gelöst habe, dann bin ich leicht überzeugt, dass ich ein ähnliches Ziel erreichen oder ein ähnliches Problem lösen kann. Selbstwirksamkeitsüberzeugung kann entstehen, wenn ich sehe, wie andere Menschen ein Ziel erreichen, besonders wenn dies Menschen sind, die so ähnlich sind wie ich selbst. Dies ist ja auch eine Mission von Stefanie Reiser und Janine Horte, zu zeigen, dass ganz normale Frauen Erfolg haben können. Und da hätte ich mir noch mehr Beispiele vorstellen können. Iris von Arnim, die nach einem Verkehrsunfall im Krankenhaus begann, zu stricken und heute in ihrem eigenen Unternehmen Strickmode produziert und verkauft. Tina Müller, die vom Training bei L'Oréal zum Vorstand bei Opel und zur Chefin von Douglas aufstieg. Eigentlich hat es wirklich angefangen so aus meinem kleinen Dorf heraus. Ich habe halt mich schon früh ja viel mit dem Internet befasst und dann dachte ich so, wenn das so viele können, dann kann ich das bestimmt auch. Also ein Vorbild von mir war Tavi Gevinson, die ist auch 23 mittlerweile und war halt mit 14 oder 15 saß sie schon in der ersten Reihe der New York Fashion Week. Und das hat mich so motiviert, dass ich dachte, vielleicht schaffe ich es ja nach Berlin. Wann hast du da gesessen? Mit welchem Alter? Das war dann, glaube ich, mit 18 hatte ich meine erste Einladung. Okay, Diana zur Löwen ist doch mal ein Beispiel für Manifestationen. Mit 16 Jahren einen YouTube-Kanal starten, um zur Fashion Week eingeladen zu werden und mit 18 tatsächlich dort sein. Drei Frauen aus drei Generationen, die ihren eigenen Weg gefunden und dabei sehr erfolgreich geworden sind. Der letzte und schwächste Grund für Selbstwirksamkeitsüberzeugung ist Ermutigung. Auch dies kommt in den Büchern vor. Glaub an dich, du schaffst das, nur Mut. Ein paar Seiten später beschreibt Horte, welche konkreten Schritte sie dort sieht. Im ersten Schritt geht es darum, zu schauen, was einem Spaß macht. Wo ist der geringste Aufwand, um leicht Geld zu verdienen? Nachdem du herausgefunden hast, was dir Freude bereitet, stell dir die Frage, wie sich mit deiner Sache Geld verdienen lässt und lerne alles über Unternehmertum. Im dritten Schritt genieße den neuen, leichten Geldfluss und den neuen Lebensstil. Hört sich zu gut an, um wahr zu sein? Verstehe ich. Doch es ist wie in der Natur. Es geht um maximale Schönheit ohne Anstrengung und Druck. Ob es wirklich ganz ohne Anstrengung geht, da bin ich mir nicht ganz sicher. Horte selbst schreibt, verstehe mich nicht falsch, viele Leute glauben, dass es beim Female Way of Doing Business darum geht, den ganzen Tag im Schneidersitz dazusitzen, nichts zu tun und oh zu sagen. Das meine ich auf keinen Fall. Denn jedes Business ist nur erfolgreich geworden, weil es etwas zu verkaufen hatte und das auch kreiert wurde. Aber ja, seine Passion finden und darauf ein Unternehmen aufbauen, das hört sich nach einem guten Plan an. Vor allen Dingen, wenn man beim Finden der Passion ein bisschen darauf aufpasst, dass sich ein Unternehmen darauf aufbauen lässt. Beim Aufbau ihres Geschäftes war Horte maximal ungeduldig. Nichts ging mir wirklich schnell genug. Anfangs war mir meine Reichweite nicht groß genug, es waren nicht genug Kunden da, es war nicht genug Umsatz. Meine eigene Ungeduld führte in vielen Dingen dazu, dass ich permanent unter innerem Druck stand. Ich hatte das Gefühl, ich müsste immer noch mehr arbeiten, da nichts schnell genug ging. Und dann kommt sie zu dem Schluss,
Alles im Leben dauert so lange, wie es nun einmal dauert. Wieder kann ich, obwohl ich ja nun aus einem ganz anderen Kontext komme, nur zustimmen. Der Finanzbuchverlag hat zunächst das Buch von Stefanie Reiser herausgebracht, dann das Buch von Janine Horte. Ich denke, die Entwicklung geht in eine gute Richtung. Etwas Esoterik ist in beiden Büchern zu finden. Wer eine lockere, aber doch eher wissenschaftlich fundierte Darstellung sucht, für den ist vielleicht die Psychologie des Geldes von Morgan Housel interessant. Eine Zusammenfassung gebe ich in dem Video, das ich hier verlinke, wieder. Und ich freue mich, Sie dort wiederzusehen. Bis dahin.